in den letzten Jahren mehr Gas, Öl und Kohle aus Katar, Saudi-Arabien und anderswo bezogen hätten, würde uns durch den Ukraine-Krieg verursachte Explosion der Energiepreise extrem hart treffen. Wenn wir jedoch heute schon 85% unseres Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen würden, wenn unsere Heizungen auf Wärmepumpen basieren, wir die Mobilität der Straße auf die Schiene umgestellt hätten, dann gäbe es heute keine Inflation von 9% oder mehr und keine tiefe Rezession, die hunderttausende Unternehmen mit den dazugehörigen Arbeitsplätzen in ihrer Existenz bedroht. Jawohl.